Ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen kurzen Session von mir. Ich möchte sprechen über Neid im Heilungsdienst. Ja, du hast richtig gehört. Neid, Eifersucht im Heilungsdienst. Und ich erkläre euch gleich, warum mir das so wichtig ist. Es ist sehr wichtig und ja, wenn du dir gerade ein paar Minuten Zeit nimmst, wäre das super. Wir ehren bei Menschen oft, und wir sollten das auch tun, die Gabe, die Gott ihnen gegeben hat. Wir ehren und wir sollten das ehren, was Menschen vom Herrn empfangen haben, die Begabung, die sie haben, das Talent, was sie haben. Es ist eine Gabe Gottes. Und wenn Gott einen Menschen segnet, wenn Gott jemanden besonders talentiert, dann ist das einfach ein Ausdruck seiner Herrlichkeit, ein Ausdruck seiner Kreativität, ein Ausdruck des Wesens Gottes. Und wer sind wir, wer bist du, wer bin ich, dass wir uns daran stören oder womöglich denjenigen beneiden, Eifersucht hochkommt. Und ich glaube, wir sind alle, wir kennen das alle, wir haben Probleme immer wieder auch mit solchen Dingen. Das kann passieren zumindest, nicht alle, aber ja, vielleicht gehörst du nicht dazu, dann preis dem Herrn, dann kannst du gleich direkt ausschalten. Aber ich möchte einfach ein paar Dinge darüber sagen, wie wichtig das ist und dass das so wichtig ist, dass wir das eben nicht tun. In Galater 5, Vers 26, da heißt es, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Wir sollen nicht nach eitler Ehre trachten. Es geht nicht um uns. Es geht, wenn wir für die Kranken beten, geht es nicht um dich und auch nicht um mich. Es geht um kein Werk, es geht um keine Gemeinde, es geht um kein Ministry, es geht um die Ehre Gottes. Es geht darum, dass das, was wir tun, damit Gott ehren und ihn erheben, ihn verherrlichen. Und ich glaube, dass es manchmal so schwierig ist, wenn wir für Menschen beten, dass wir zu viel von uns da reinmischen und zu wenig von ihm. Wir müssen niemanden kopieren. Wenn du vielleicht jemanden mal gesehen hast, wie er für jemand anderen betet, dann neigen wir dazu, manchmal das auch zu tun und denjenigen zu kopieren und eine Kopie von einer Person oder von etwas zu werden. Das Gleiche betrifft, meine ich, auch Gemeinden. Sie sind in der Gefahr, etwas zu kopieren, was eigentlich nicht sie selber sind. Wir selber, wir sind Empfänger der Dinge, die Gott uns gibt. Und wir selber sind auch die Geber, die es umsonst weitergeben, ja, wenn wir für Kranke beten, tun wir das einfach durch die Gabe Gottes. Und aber es ist niemals so, dass wir uns selber hier so auf die Schulter klopfen könnten und sagen könnten, wow, das habe ich getan, sondern es ist Gottes Salbung, es ist Gottes Geist, der über dich kommt und der das dann vollbringt. In Lukas 9 lesen wir Verse 46 bis 50, eine Begebenheit, die kennst du und die kenne ich auch. Die Jünger haben Probleme mit Neid und Eifersucht. Denkst du, oh, nein, doch, die Jünger haben Probleme damit. Und sie tun Folgendes. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf, und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch, der ist groß. Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Also sie haben ihm widerstanden. Stell dir vor, da tut jemand ein Werk im Namen Jesu und da fährt ein Dämon aus. Und was machen die 12 Jünger? Sie gehen hin und wehren dieser Person. Sie halten sie davon ab, das nicht weiterzumachen. Hey, ihr Lieben, da ist eine Heilung unterwegs, eine Befreiung unterwegs, die Gott gerade initiiert. Und die Jünger springen dazwischen und sagen, stopp. Und ich glaube, das passiert immer wieder. Wir sprechen alle selten davon. Wir sagen alle, nein, nein, das passiert nicht. Aber wir haben immer wieder doch damit zu knabbern, dass andere etwas tun, was wir eigentlich auch gerne tun würden. Und wo wir andere beäugeln und durchscannen in ihrem Dienst, in ihrem Werk, und eigentlich denken wir, wir würden das auch gerne. Ja, wir würden auch gerne solche Dinge tun. Aber ihr Lieben, das ist wirklich, es ist totaler Quatsch, es ist wirklich totaler Unsinn, denn wir sind von Gott berufen, unseren Weg mit ihm zu gehen. Kennst du die Geschichte, als Johannes
dem Jesus folgte. Ich glaube, Johannes 21 könnte das sein. Und Petrus sieht, wie Johannes Jesus folgt. Und er sagt zu Jesus, Petrus sagt zu Jesus, Herr, was ist mit diesem? Und er sagt, was kümmert es dich, dass er mir folgt? Und irgendwann hat Gott mal zu mir gesprochen und hat gesagt, Heiko, was kümmert es dich, dass andere gesegnet sind? Mein Segen fließt sowieso viel, viel mehr. Und du wirst nie anderen gleichkommen können, weil es immer welche gibt, die weiter sind als du, die vielleicht eine größere Salbung haben als du oder was auch immer. Aber Jesus hat zu Petrus gesagt, was kümmert es dich? Folge du mir nach. Und das möchte ich dir auch sagen. Folge du im Heilungsdienst Jesus nach. Mit der Gabe, mit der Berufung, mit dem Maß des Glaubens, mit der Reichweite deines Dienstes, folge ihm nach und du tust das Gute daran. Denn manche werden 30, manche sogar 60, aber manche sogar 100-fach Ernte haben oder vermehren. Und so, wozu wir berufen sind, ist, dass wir das tun, was Gott uns gegeben hat und nicht die Berufung eines anderen erfüllen. Das könnten wir nicht tragen, weil dafür hast du und habe ich vielleicht im Moment noch nicht die Salbung. Wir sollen uns ausstrecken nach mehr, das glaube ich auf jeden Fall, das machen wir auch. Ja, wir wollen mehr, Gott will auch, dass du mehr hast. Gott will, dass der Baum noch mehr Frucht bringt, deswegen beschneidet er ihn auch manchmal. Gott will mehr, aber lass uns aufhören, einander herauszufordern, indem wir uns beneiden, ja. Mir fällt das immer wieder auf, tatsächlich, dass es doch auch Wettkämpfe gibt und du sagst, ja, das kann doch gar nicht sein und doch, es ist tatsächlich so und ich glaube, wir wissen mehr oder weniger doch alle und spüren, dass es uns immer wieder mal so ein bisschen in der Magengegend grummelt, wenn wir sehen, wie andere im Dienst rechts und links an dir vorbeifahren. Und ihr Lieben, das ist ein wichtiger Punkt für die Reife in der Nachfolge. Wenn jemand geheilt wird, durch eine Person neben dir, die jemand betet neben dir für eine kranke Person und du bist eigentlich auch im Heilungsgebet unterwegs und du siehst das, dann ist es immer richtig, immer gut, Gott zu erheben, Gott zu preisen und sagen, ja Herr, du hast wieder jemanden berührt, du hast wieder jemanden geheilt, wieder jemanden freigesetzt und wir ehren das, wir erheben das. Wir ehren Gott dafür. Ja, und wir segnen auch die Person. Wir ehren das, was eine andere Person an Gaben hat. Und wir demütigen uns. Ein unpopuläres Wort ist Demut. Das tun wir alle eigentlich nicht ganz so gerne, oder? Gehörst du dazu? Dann schreib mal was hier unten in dem Post. aber die meisten von uns, wir müssen das immer wieder lernen, uns zu demütigen, anzuerkennen, zu würdigen und zu ehren. Ihr Lieben, es gibt vor uns und es wird auch nach uns Menschen geben, die eine große Salbung haben. Und wir gehören auch dazu, ja? Das müssen wir auch mal sagen. Wir sind auch Gesalbte, wir sind die Generation von heute. Wir sind jetzt seine Generation. Und die vor uns waren, die Helden, die Männer und Frauen Gottes, ihr Lieben, das sind so starke Leute gewesen, die uns so ermutigt haben, die das vorbereitet haben, wo wir heute sind auf dem Level. Kurz eine Geschichte, ich habe vor vielen Jahren, habe ich das erste Mal irgendwann meine E-Gitarre ausgepackt. Ich habe immer schon E-Gitarre gespielt und war sogar in einer Rockband. Und mein Ziel war, Musiker, Rockmusiker zu werden. Und aber Gott hatte etwas anderes vor. Und ich war auf der Bühne, machte Lobpreis, ist viel passiert in der Zeit dann vorher. Und ich dachte so, jetzt kommt das nächste Ding. Ich spiele heute E-Gitarre, mach das heute mal nicht mit der Akustikgitarre. Und eine Schwester kam hinterher auf mich zu und sagte, Heiko, was hast du da gespielt? Das war nicht gut, das war echt. Das war beeinflusst von unten. Es war beeinflusst vom Teufel. Kannst du dir das vorstellen? Ja, so war es. Und das war für mich ein Wendepunkt. Und ich habe gesagt, ich kann es sowieso nie wirklich jedem recht machen. Also wir müssen das tun, wovon wir überzeugt sind, dass es richtig ist.
Und was ich damit sagen will, ist, dass es vor uns Menschen gab, die viel auch für den Heilungsdienst viel investiert haben, die viel gefastet haben, die viel gebetet haben, die vor Gott auf den Knien lagen, damit Zeichen und Wunder mehr ausbrechen, die dafür eingestanden sind, Helden, manchmal Helden im Verborgenen, die dafür gerungen haben, dass Gott Mächtiges tut. Und heute wachsen Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene in Gemeinden auf und sie können auf das aufbauen, was schon erwirkt und erreicht wurde. An Lehre, an Hingabe anderer, an den Gebeten, die andere gesprochen haben, dass Erweckung kommt. Ja? Und so, wir müssen und wir sollten das ehren, was andere Menschen tun. Das ist so, so wichtig und so auf meinem Herzen. Bitte lasst uns einander ehren mit den Gaben, die wir haben und nicht beneiden. Lasst uns mitfreuen, wenn jemand anderes ein wunderbares Zeugnis erlebt hat, eine Heilung erlebt hat, Gott ihn gebraucht hat für ein Heilungswunder, lasst uns total damit freuen und wirklich die Likes nach oben gehen. Wenn hier jemand etwas postet, hier unten auf dieser Seite, dann lasst uns das wirklich registrieren und nicht so, ach ja, ist toll, ist klasse, ja, danke Herr, sondern wirklich reagieren auch. Ja, ich möchte dich ermutigen, zu reagieren, weil wir kennen uns nicht alle persönlich, aber wir können uns ermutigen. Wir können uns segnen damit, dass wir sagen, wow, das ist gut, was du getan hast, das ist, preis dem Herrn, dass du dich so hast leiten lassen für eine Person. Und ich bin immer wieder so überrascht, wie Gott es macht. Wichtig ist, und vielleicht mal hier noch zum Abschluss, wichtig ist, dass wir Gott allein die Ehre geben. Ja, er gebraucht dich, ja, er gebraucht mich. Wir geben ihm Raum, dass er in uns und durch uns wirken kann, aber wir sagen niemals hinterher, ja, super, toll, das haben wir gut gemacht, ja, sondern es ist wirklich Gottes Ehre, die er verdient, die ihm gebührt, und diese Heilung, die Heilungen, die geschehen, weil sie im Himmel freigesetzt sind oder das, was im Himmel schon vorhanden ist, die Heilung ist ja schon vollbracht, das wird freigesetzt, das wird durch den Glauben empfangen, aber da haben wir eigentlich nichts dazu getan, oder? Mal ganz im Ernst. Wir sind Lernende, aber niemals sind wir Heilende. Nicht wir heilen, sondern wir dienen mit der Gabe der Heilung, mit den Gaben der Heilungen, die Gott uns gegeben hat. Aber es sind Gaben. Es ist nicht etwas Konserviertes. Es ist immer etwas, was Gott gibt, und wir sind abhängig von ihm. Ja, damit segne ich dich. Ich freue mich über deine Posts und ich denke, dass wir ganz bald eine Live-Session haben werden. Ich habe das auf dem Herzen, in den nächsten Tagen eine Session zu haben. Mal gucken, vielleicht dauert es noch ein bisschen länger, aber das werdet ihr dann mitkriegen auf diesem Kanal. Und erstmal Gottes Segen euch. Seid umarmt und ich wünsche euch viel Erlebnisse im Heilungsgebet für Kranke. Tschüss.